Und hiermit geht es weiter mit einer weiteren Folge von The Fischer Online. Wir befinden uns mittlerweile hier in der Ukraine und da ja, kommt man hin, wenn man Level 12 ist, wenn man Level 12 erreicht hat. Und das Gewässer, ja, da wird es langsam schwierig. Das bietet wirklich einige Herausforderungen, nicht nur aufgrund der Größe, sondern auch aufgrund der Fische, die dann halt drin sind und die man hier richtig rausprügeln muss. Oder aber man fängt einfach ein bisschen was Kleineres, was ja hier auch überall noch rumschwimmt. Also, wenn du Level 12 geworden bist, bist du mit Sicherheit neugierig auch auf dieses Gewässer. Auf der Map sieht man sehr schön, eine riesengroße Seenfläche, gerade hier in diesem Bereich. Wir sehen hier über mir, ja, jetzt ist es eh gerade Nacht, aber man sieht vielleicht so bis hierhin in diesem Bereich, hier sind überall die Schilfbänke und hier hinten kann man überall noch mit dem Boot hinfahren. Ich denke mal, das wird später noch interessant, wenn man mit dem Boot oder wenn es vielleicht irgendwelche Routenhalter noch gibt fürs Boot. Da ist es deutlich interessanter. Im Moment kann man eigentlich eher hier an diesen 5-6 Spots am besten angeln. Alles hier auf dieser kleinen Halbinsel. Und hier in diese Richtung, da sieht man quasi einen Steg. Direkt dahinter befindet sich noch einer. Und wenn du hier frisch anfängst und vielleicht noch nicht so ein ganz starkes Setup hast, kann man auch hier an diesen Seerosen direkt hier vorne und hier in diesem Bereich kann man ganz fantastisch angeln und sehr gut die Quests absolvieren. Denn die Quests hier, die lohnen sich richtig. Und bei diesen Quests hier gibt es noch eine Neuerung im Vergleich zu den Quests von den ersten Gewässern. Es stehen jetzt hier die Gewichtszahlen bei von Fischen, die man fangen muss. Also der Fisch muss mindestens jetzt hier beim Karpfen 4,334 Kilo schwer sein, davon 4 Stück fangen. Oder hier bei der Tench 1,374 Gramm. Und also so schwer, 1,3 Kilo müssen die mindestens haben. Die Schleien, dann zählen die für die Quest. Das steht hier unten bei den Experience, unter Experience steht das nicht immer dran. Ich habe jetzt gerade eben eine Quest laufen, Experience Wild Carp. Die kleineren unter 3-4 Kilo, die haben alle nicht reingezählt. Einer um die 5 Kilo, der hat dafür gezählt. Ist allerdings auch eine Experience, eine Experience-Quest, die 930 XP bringt. Ist also schon ordentlich für so einen Wildkarpfen, das lohnt sich schon. Was sich auch noch lohnt, ist hier die Quest auf Rammed. Diese Fische, die Rammed, die beißen hier sehr gut auf Einserhaken und Made. Und was hier auch fantastisch läuft, womit man auch richtig gut Geld machen kann, sind Karauschen, da gehen wir gleich nochmal hin. Ich habe jetzt schon mal meine Routen ausgelegt an einer Stelle, die sich wirklich gut lohnt, ja, für alles möglich ist. Aber vom Wildkarpfen und als Zielfisch habe ich jetzt gerade noch den Silberkarpfen. Gucken wir gerade mal eben rein. Fish on Lake. Genau. Der Wildkarpfen hier absolut zu empfehlen. Hat eine recht hohe Bissfrequenz. Und geht aber auch gut rein, kämpft ordentlich. Golden Crucian, also die Karausche funktioniert auch sehr gut. Muscheln kann man hier sehr gut farmen. Die lohnen sich tatsächlich nicht zu verkaufen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die liegen so im 0,2 Silberbereich. Also die kann man hier fantastisch farmen und direkt verarbeiten. Hechte gingen mal ganz gut, im Moment nicht ganz so gut. Ich hatte gerade beim Muschelfarmen hatte ich einen da dran von 7 Kilo. Das ist, war natürlich nicht verkehrt, auch vom Geld her. Und hier der Silver Carp White, den will ich gleich noch fangen. Und den Sturgeon und Stellate Sturgeon, die hebe ich mir dann mal für später auf. Also die sind dann schon
in einer Gewichtsklasse. Da komme ich mit meinen 12 Kilo Routen momentan nicht mit klar. Und ich gehe jetzt erstmal, hier war der Spot, ich gehe jetzt hier rum und biege gleich hier direkt die nächste ab. Hier ist das schon gegenüber von diesem Anleger. Hier links rum. Und dann gucken wir mal, was da geht. Ich habe hier drei Routen ausgelegt. Gucken wir mal eben rein. Zweierhaken und Cabbage als Boily. Dann haben wir hier auch wieder den Zweierhaken und den Crab Boily. Und als drittes noch einmal den Cabbage. Oyster hatte ich erst überlegt, aber das lassen wir erstmal noch weg. Und ja, da hoffen wir jetzt mal auf ein paar dicke Bisse, vor allem eben auf dem Cabbage, auf dem Kohlboily, dass da der Silberkarpfen beißt. Kohlboily später dann in Frankreich auch wieder interessant für die Marmorkarpfen. Schauen wir mal, was da geht. Und in der Mitte der Crabboily, ein schöner Allrounder. Dann geht einiges drauf. Also eine Tench hatte ich schon drauf, die Wildkarpfen beißen da drauf. Das funktioniert, zack, da haben wir schon den nächsten Biss. Das funktioniert echt ganz gut. Oh, und da ist er abgehauen. Da ist er abgehauen und war weg. Ich zieh noch mal ein bisschen. War wohl ein Fehlbiss oder so. So, den ziehen lassen wir jetzt noch mal liegen. Ich gucke gerade noch mal hier in den Kescher. Da haben wir es hier. Muscheln, 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 Muscheln ohne Ende. Auch eigentlich alles ganz vernünftige Gewichtsklassen. Leicht gezogen, man sieht es hier alles mit dem dicken Twister. Hier habe ich die Spinnrute und dann habe ich hier einfach den großen 25 Gramm Twister genommen und habe hier durchgezogen, beziehungsweise auch hier oben an dem Spot einfach durchgezogen. Und die beißen echt gut. Also das ist wahnsinnig schnell, eigentlich mit jedem Auswurf mindestens mal eine Muschel dran, ab und zu halt mal auch ein Hecht. Einen großen Barsch hatte ich auch mit dran, also da geht schon wirklich einiges, wenn man nebenbei halt ein bisschen farmen will. Ich hatte gerade zwei Routen ausgelegt und mit der Spinnrute habe ich dann einfach ein paar Muscheln gefarmt. Und wenn man dann hier auf dem Cutting Table schaut, 14 Muscheln. Das ist schon richtig gut. Und mit den ganzen Muscheln. Krapping! Jawollo! Und mit den ganzen Muscheln geht's dann. Ja, eigentlich kann man dann wieder zurück zum Achter. Zum Fluss Pra. Und dann da auf Sterlitz angeln zum Beispiel. Ich hatte ja bis. Genau, ich hatte kaum Muscheln. Jetzt habe ich 96 Muscheln schon zusammen. Ratzfatz zusammengefarmt. Und das war wirklich jetzt nicht lange. Also ich habe jetzt nicht ewig lang extra auf Muscheln gefarmt. Einfach ein paar Mal durchgezogen. Und es hat ganz gut funktioniert. So, die lassen wir jetzt hier nochmal ein bisschen draußen liegen. Und ja, zumindest mal die Nacht durch. Gucken wir mal, was da dran beißt. Ob da was beißt. Und dann zeige ich gleich tagsüber, also in den frühen Morgenstunden nochmal, wie und wo die etwas kleineren Fische gut beißen. Tja, wir haben es mittlerweile 4 Uhr morgens. Gerade eben hat man gemerkt, okay, der Sound wechselt von dem Nachtgezirpe zum Quaken der Frösche wieder. Aber bisher tatsächlich Flaute hier, nicht viel los. Und jetzt tatsächlich, jetzt um diese Uhrzeit, geht es auf einmal los. Da geht der erste Biss hier auf Crabboily. Auf Crabboily, Wahnsinn, ey. Wahrscheinlich ein Wildkarpfen. Guck mal, ob wir den irgendwie so ein bisschen gepumpt kriegen hier. Sieht übel aus, macht auch nicht richtig Spaß. Aber irgendwie muss man ihn ja peitschen, den Fisch. Dass er nicht hier völlig abhaut.
und vor allem ein bisschen stressen, dass er müde wird. Ansonsten gibt es hier immer noch die Möglichkeit, also von hier aus, wenn die Schnur halb leer ist, kann man ihn schon oder müsste man schon langsam loslaufen zum nächsten Spot. Also man kann links noch zum Spot laufen. In der Höhe vom Dorf kann man geradeaus durchlaufen. Und da bimmelt es auch weiter. Alter. Also mit diesem Ziehen dreht man ja den Kopf vom Fisch nochmal ein bisschen um. Übel. 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 Aber der lässt sich nicht so richtig... Der lässt sich noch nicht richtig ranziehen. Der kämpft immer noch hart dagegen. Ich hatte hier einen dicken Brocken schon rausgezogen. Wow. Okay, den lassen wir jetzt erstmal abziehen. Den lasse ich jetzt, glaube ich, erstmal ab, oder? Na, so ganz viel Power hat er nicht eigentlich. So viel Power hat er gar nicht. Versuchen wir mal nochmal ein bisschen hier ran zu pumpen. Nochmal in den Pump. Nochmal. Und nochmal ein bisschen laufen. Und dann ziehe ich ihn jetzt gleich jedes Mal, wenn... Ich versuche ihn jetzt im grünen Bereich zu halten, sozusagen. Also rechte Maustaste, linke Maustaste gedrückt. Und jedes Mal quasi im grünen Bereich halten, dass es nicht ins Knattern geht. Aber ich glaube, jedes Mal ein bisschen laufen. Ne. Ne. So weit kriegen wir ihn noch nicht. Nicht ins Wasser fallen hier. Ne, der haut noch ab. Der schwimmt noch weg. Ich lasse ihn erstmal noch ein bisschen schwimmen. Wir haben ja Zeit. Und in der Zwischenzeit haben wir hier den nächsten Kandidaten. Es ist immer gut zu wissen, wie weit man seine Bremse einstellen kann. Von daher ausprobieren, langsam hochdrehen. Das ist der Maximalbereich bei mir hier. Aber der Wildkarpfen ist nicht ganz so. Den können wir ein bisschen ranziehen hier in Ufernähe. So, da ist er jetzt schon gleich. Dann die Rute wieder senken, anheben und hinlaufen. Und da geht es tatsächlich auch ab auf... Jawohl. Wildkarpfen 6,8 Kilo. Die lasse ich jetzt mal drinne. Und hier auf dem Cabbage... Erster Biss in den frühen Morgenstunden ging es los. Also die Nacht gar nicht so gut dafür geeignet. Die war jetzt richtig, da war richtig Flaute. Und da ist er doch, oder? Silver Carp White. Da ist er. Da ist er tatsächlich. Sehr schön. Hat auch so eine leichte Marmorierung am Kopf. Nur nicht so dunkel wie der Marmorkarpfen. Sehr gut. Unmaßig, aber immerhin... Zielfisch auf dem Zweierhook. Ich werfe direkt nochmal aus. Der Cabbage ist interessant, der Cabbage Boilie. Ach du Scheiße. Oh je. Okay, der ist... Oh, das ist... Wenn ich den jetzt nicht noch ein bisschen gepumpt kriege, dann kann ich nicht mal mehr zum nächsten Spot laufen. Oh, habe ich nicht aufgepasst. Oh, oh, oh. Komm. Das schneiden wir jetzt erstmal gleich raus. Vielleicht schaffe ich es noch um die Kurve. Vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht schaffe ich es noch. Ganz, ganz knapp. Ganz knappe Scheiße. Ganz, ganz knapp. Ach du Scheiße, war das knapp. So knapp. Komm, Kurbel. Da war schon gar kein roter Bereich mehr zu sehen. Oh mein Gott. Lauf. So close. Lecko funny. Okay, jetzt erstmal reinziehen. Kurbel. Alter, so. Okay, bei 100 Metern Schnur klappt es da so gerade noch. Der ist sogar schon fast weiter zum nächsten Spot. Alter. Der ist tatsächlich schon weiter, fast bis zum nächsten Spot geschwommen. Alter. Alter, was ein Brocken.
Ja, wenn man so hält, der zieht einfach weg, ne? Rechte Maustaste hochhalten. Das bringt es nicht so ganz. Man muss schon auch pumpen so ein bisschen. Sonst zieht der einfach, dann dreht der Fisch sich in Fluchtrichtung und schwimmt einfach los. Und wenn man den Kopf immer wieder zur Seite dreht und gegenpumpt, hat er halt weniger Chance, sich umzudrehen und abzuhauen. Aber so langsam. Im Idealfall ist man halt die ganze Zeit so ein bisschen im, genau so, im orangenen, im grünen Bereich. Dann sieht man sofort auch unten an der Schnur, am Schnurbalken. Man kann, es kommt sofort die Schnur wieder rein an der Anzeige. Ist auch ein bisschen blöd, die Stelle hier. Weil der Punkt ist, man muss kurbeln. Wenn er nicht kurbelt, also im roten Bereich kurbelt er halt nicht. Ne? Das jetzt hier alles auf dem 12-Kilo-Set ist schon knapp. Ich versuche nochmal die Kurve da hinten rumzurennen. Der ist schon fast am nächsten Spot. Dass er da nicht ganz durchrennt. So, Kurbel, 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 Kurbel. Und gleich hat er nur irgendwie 14 Kilo oder sowas. Kann passieren. Jetzt wird hier wieder schön gekurbelt. Da ist der nächste Spot hier, an diesem toten Baum. Hier funktioniert das mit den Muscheln auch ganz fantastisch. Und der ist genau dazwischen, der Fisch. Aber hier hat man viel mehr Platz, das ist schon mal ganz angenehm. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Gucken wir mal, wann er draußen ist. So, jetzt so langsam haben wir hier den Endspurt. Da vorne kommt er an. Da kommt er an. Da sieht man ihn schon. Der dicke Wildkarpfen. Oh Mann, Leute. Was für ein Vieh, ey. Was für ein Fight vor allem. Er lässt sich kaum ziehen. Weil einfach meine Rolle immer durchdreht. Beim Eigengewicht des Fisches schon. Gut 20 Minuten war das jetzt auf der 12-Kilo-Route mit der 12-Kilo-Rolle. Aber zum Glück kann er halt hier nicht so richtig abhauen. Oder man kann ihn halt so ein bisschen drehen. Drehen und wenden. Schöner Brocken. Da kommt er. Bäm, Alter. 17, wow. Fuck, Alter. Richtig geil. Auf 12 Kilo Setup. 17,253 Kilo. Natürlich jetzt nicht in die Quest reinschmeißen. Nein, der kommt in Kescher. Alter. Jetzt aber. Nochmal schnell gucken, was an der anderen Route war. Die hat auch gebimmelt. Und auf dem Cabbage, der ist dann mittlerweile dann doch ausgeschlitzt. Ja, das ist mal fett. Wenn ihr auf sowas keine Lust habt, dann einfach hier zum Beispiel am Startspot mit leichtem Equipment auf die kleinen Fische gehen. Und dazu einfach Einserhooks nehmen mit zum Beispiel Made. Oder mit Korn, durchaus eine Option. Oder einfach mit Perlengraupenbrei. Zack. 1, 2, 3 Routen. Und auf der ersten bimmelt es auch schon direkt auf Made. Das lässt sich doch deutlich angenehmer reinziehen hier. Wahnsinn, ey. Was ein Brocken gerade. Und da haben wir schon den ersten Kandidaten. Rammed wahrscheinlich, ne? Ja, large rammed. Auch diese bringen kaum Silber.
Von daher prädestiniert als Questfisch. Zack, rammt. Schon mal annehmen. Und direkt wieder auswerfen. Und wenn hier die großen Karauschen beißen, mit denen dann einfach Silber farmen und XP farmen. Ich sag mal vor allem Silber. Da haben wir schon so einen Kandidaten. Sehr gut. Zack. Ja, XP ist nicht so groß, aber vom Silber her sind die wirklich gut. Und die Bissfrequenz ist halt super hier. Wenn es an der einen Stelle hier mal ein bisschen flau wird, dann einfach umdrehen. Und hier vorne ins Grün werfen. Auch das funktioniert. Auch da geht das ganz gut, auch mit Barschen zum Beispiel. Erstaunlich große Barsche beißen hier. Karausche mit 1, sehr gut. Und hier lohnt es sich dann natürlich auch eigentlich immer wieder einfach die T-Taste zu drücken. Automatisch genau auf den gleichen Spot wieder geworfen. Das könnte ein kleiner Wilder sein, oder? Nee, auch. Sehr gut, ey. Dreimal Karausche. Bäm. Jawohl. Und einfach da vorne hin. Und so kann man eigentlich hier den ganzen Tag überstehen. Und eine Questreihe nach der anderen abschließen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das Gewässer mit schwerem Setup deutlich interessanter. Und ich denke, ich werde auch später hier noch viel mehr angeln. Ich glaube, fürs effektive Angeln für XP und für Silber ist es am Fluss Prah noch deutlich interessanter auf Sterlet, auf große Brassen. Aber so für die Abwechslung oder wenn man mal ein paar Muscheln braucht, dann ist das hier wirklich gut. Oder einfach um die Daily Quests zu machen. Also die Quests hier sind echt gut, die lohnen sich, die Quests. Man merkt, dass die mit höherem Level auch ein bisschen anspruchsvoller werden, die Quests. Aber dadurch dann auch ein bisschen mehr einbringen. Ja, nicht schlecht. Nochmal eben kurz für die Statistik sozusagen. Den speichere ich mir auch. Also 17 Kilo Large Wild Carp, 39 Silber. Dickes Ding. So, ich angle jetzt noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal.